Gute Nachrichten für Laptop-Fans. Endlich gibt es ein Modell mit einem 100-Zoll-Bildschirm. Es ist zwar nur ein virtueller Laptop, aber niemand kann ihn sehen, sodass du bequem mit deinen Freunden chatten und lustige Katzenvideos anschauen kannst, währenddessen du arbeitest. Er verfügt über 8 GB RAM, einen Snapdragon 865 Prozessor und eine 256 GB große Festplatte. Der Laptop läuft mit Android, wiegt nur 1,5 Kilogramm und kostet 1.800 Euro. Und keine Sorge, wenn deine Sehkraft nicht perfekt ist. Das Unternehmen stellt dir eine Brille zur Verfügung, wenn du sie brauchst. Warum sollte jemand das Bedürfnis haben, einen robotischen sechsten Finger zu entwickeln? Ein Team aus Frankreich und Japan hat seine eigene Antwort. Er kann bei der Entwicklung von Prothesen nützlich sein. Konkret untersucht das Team, wie das Gehirn auf dieses Upgrade reagiert. Wenn Versuchsteilnehmer den Roboterfinger als Teil ihres eigenen Körpers wahrnehmen, welcher Teil des Gehirns ist an diesem Prozess beteiligt? In Zukunft können diese Studien zu Entwicklungen von künstlichen Körperteilen führen, die wir wie Kleidung tragen werden. Warum eigentlich nicht? Vielleicht wünschen sich einige IT-Spezialisten eines Tages neben ihren tollen Laptops auch ein paar zusätzliche Finger. Die Auslieferung von neuen Fingern könnte von diesen Drohnen aus den USA übernommen werden. Das Modell XP4 ist für Lasten bis zu 7 Kilogramm ausgelegt und kann eine Geschwindigkeit von 111 km/h erreichen. Und das ist nicht einmal die Höchstgeschwindigkeit, sondern nur die Reisegeschwindigkeit. Außerdem lassen sich die Flügel einklappen, sodass die Drohne senkrecht starten und landen kann. Einer der Prototypen wird derzeit von der US Navy getestet. Das Design kann auf 5 Passagiere erweitert werden, was es cooler macht als die Konkurrenz. Hier ist eine neue Entwicklung, mit der du fantastische Aufnahmen machen kannst. Du kannst sie in einem Flugtaxi benutzen oder sie zu Outdoor-Abenteuern mitnehmen. Kurz gesagt, sein Hauptzweck ist es, die Kamera vor Stürzen zu schützen. Die Plattform in Form eines Gewehrs bietet einen bequemen Griff und ermöglicht es dir, dich auf der Suche nach dem perfekten Winkel sicher zu bewegen. Außerdem gibt es auf der Plattform Platz für Taschenlampen, Mikrofone und anderes Zubehör. Der Verschluss wird über den Auslöser gesteuert und mit dem gelben Hebel kannst du den Aufnahmemodus wechseln. Das zusätzliche Gewicht beträgt 800 Gramm, aber es ist besser, etwas mehr Gewicht zu tragen, als sich Sorgen zu machen, dass deine Kamera beschädigt wird. Wir warten auf weitere Details und Preise auf Indiegogo. Auch in der Welt der Mode gibt es einige unglaubliche Fortschritte. Wie wäre es mit einem Kleid, das Neurotechnologie nutzt? Es ändert seine Farbe auf der Grundlage von Gehirnströmen. Und die Daten werden über eine der weltweit ersten Gehirncomputerschnittstellen mit 1024 Kanälen übertragen. Sie haben dieses Kleid Pangolin genannt, wahrscheinlich wegen der Ähnlichkeit mit seinen Schuppen. Das Funktionsprinzip ist einfach. Je aktiver deine Gehirnwellen sind, desto mehr leuchtet das Kleid. Interessant ist, dass die Schuppen in 3D gedruckt wurden. Es sieht so aus, als ob bald Ingenieure statt Schneider hinter den Kulissen der Modeschauen sitzen könnten. Als nächstes kommt eine faszinierende Form der Unterhaltung für alle, die im Herzen noch Kinder sind. Ein Roboter zum Preis von 2.600 Euro. Klar, du könntest auch 1.444 Euro drauflegen und ein Wuling Elektroauto kaufen, aber das könnte nicht zum Moonwalken, springen und mit einem Joystick gelenkt werden wie dieser Roboter. Und wenn du Lust auf Abwechslung hast, kannst du den Roboter auch arbeiten lassen. Er kann bis zu 80 Kilogramm Ladung transportieren und eine Ladung reicht für 3 bis 4 Stunden. Wie
Wie groß ist eigentlich der Windenergiemarkt? Nun, allein in den USA decken 16 Bundesstaaten 10% ihres Energieverbrauchs durch Windenergie. Und es gibt noch viel mehr Potenzial zu entdecken. Dieses spanische Projekt ist besonders bemerkenswert, weil es sich um eine schwimmende Konstruktion handelt, die leicht vergrößert werden kann. Zurzeit wird der Prototyp getestet und die Kapazität einer zukünftigen, vollentwickelten Version ermittelt, die 15 Megawatt pro Turbine erreichen soll. Das Projekt hat sich bereits eine millionenschwere Finanzierung auf EU-Ebene gesichert und ist eine Partnerschaft mit Intexi eingegangen, einem Unternehmen, das an dem Gaspipeline-Projekt Iran-Oman beteiligt war. Laut Angaben von WHO-Experten sind etwa 16% aller Todesfälle weltweit auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. Die gute Nachricht ist, dass neue wissenschaftliche Fortschritte dazu beitragen, immer mehr Leben zu retten. Eine solche Entwicklung sind diese 3D-gedruckten Nachbildungen echter Herzen. Diese Nachbildungen bestehen aus einer Schicht elastischer Tinte auf der Außenseite und Röhren, Hülsen und Klappen auf der Innenseite. Sie eignen sich ideal, um verschiedene Behandlungen an Patienten zu testen, zum Beispiel um festzustellen, ob geschwächte Teile des Herzens ihnen standhalten können. Außerdem sind diese Nachbildungen unglaublich wertvoll für die Ausbildung zukünftiger Ärzte. Und das Beste daran ist, dass es nur 24 Stunden dauert, das Modell vorzubereiten und zu drucken. Tief in unserem Inneren sehen wir uns danach, die natürlichen Einschränkungen loszuwerden, tiefer in den Wald zu gehen, höhere Berge zu erklimmen und nie dagewesene Geschwindigkeitsgrenzen herauszufordern, sagen die Entwickler dieses Exoskeletts. Es ist zwar nicht ganz so wie der Anzug von Tony Stark, hat aber einen bescheidenen Preis von 270 Euro. Mit diesem Exoskelett kannst du effizienter arbeiten, weiter reisen und ermüdest weniger, denn es gleicht bis zu 30 Kilogramm aus und kann mit einer einzigen Ladung eine Strecke von 25 Kilometern zurücklegen. Du kannst damit sogar eine Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h erreichen. Nicht genug, um einen Bären zu überholen, aber sicher genug, um lästige Mitwanderer hinter dir zu lassen. Das Gewicht des Exoskeletts beträgt inklusive zweier Batterien 2,4 kg. Hier ist eine weitere faszinierende Entwicklung, ein System, das Strom aus Wellen erzeugt. Das Konzept ist einfach. Durch Schwankungen in der Membran verursachen Luftbewegung, die wiederum die Turbine in Bewegung setzen. Und die Ergebnisse sprechen für sich. Bei Tests in Portugal erzeugte eine Anlage von 40 Konvertern 60 Megawatt Strom. Es scheint, dass die Behörden die gleiche Meinung haben, denn das Team wurde bereits zum EuropeWave-Programm eingeladen, das sich mit Wellenenergie befasst, und erhielt Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Was können wir mit all dieser Energie tun? Eine Möglichkeit ist, die 16,5 Millionen Elektroautos aufzuladen, die 2021 auf der ganzen Welt unterwegs sind. Und mit der richtigen Infrastruktur ist es möglich, ein Vielfaches an Fahrzeugen zu produzieren. Der Schlüssel dazu ist, dass genügend dieser Stationen installiert werden. Die Idee ist, eine leere Batterie gegen eine frische auszutauschen, denn das ist billiger und schneller, als auf eine volle Ladung zu warten. In etwa 10 Minuten ist alles wieder einsatzbereit. Ein Netzwerk von Stationen kann in einer Stadt innerhalb weniger Wochen aufgebaut werden. Das Tolle daran ist, dass diese Stationen vollautomatisch und kompakt sind, denn eine Station benötigt nur die Fläche von 2 Parkplätzen. Es lohnt sich, so bald wie möglich damit anzufangen. Allein in den Vereinigten Staaten sollen bis 2030 35 Milliarden Euro in die Installation von Ladestationen investiert werden. We'll be right back.
Bist du schon einmal auf Fußspuren gestoßen, die dir geheimnisvoll und fehl am Platz vorkamen? Sie könnten von Bigfoot hinterlassen worden sein oder von dem Besitzer dieser einzigartigen Schuhe. Ein Designer aus Deutschland hat 3D-Druck mit Legenden über Kryptiden, Kreaturen aus der modernen Mythologie, kombiniert, um dieses Schuhwerk zu entwerfen. Das verwendete Material ist TPE-Polymer, das auch für Smartphone-Hüllen und weiche Pads an Zahnbürstengriffen verwendet wird. Einer der Vorteile dieser Schuhe ist, dass sie dünn, aber dennoch robust sind. Selbst mit einer Dicke von etwa 1 mm können sie den Elementen trotzen, einschließlich heißer Sonne und Regen. Für die Herstellung dieser Schuhe wählte der Designer den Sintratec S2 SLS-Drucker, der auch von Daimler für den Druck von Ersatzteilen verwendet wird. Japan droht bis 2040 ein Arbeitskräftemangel von über 11 Millionen Menschen. Um dieses Problem proaktiv anzugehen, führen sie Eisenbahnroboter ein, die die Zahl der Arbeitskräfte um bis zu 30% reduzieren könnten. Die verbleibenden Arbeiter werden sie aus der Ferne mit VR-Brillen bedienen, die Roboter von speziellen Kabinen aus steuern und die Aufgaben direkt auf dem Computer ihrer Chefs anzeigen. Diese Roboter werden für verschiedene Aufgaben nützlich sein, zum Beispiel für die Reparatur von Ampeln, das Auswechseln von Schildern und die Arbeit mit Kabeln. Einst führte Volvo für das Rettungstraining eine Reihe von Crashtests durch, bei denen 10 Autos aus einer Höhe von 30 Metern fallen gelassen wurden. Das war nur einer der vielen Tests, die sie durchführten, um die Sicherheit von Autos zu verbessern. Bei weniger extremen Tests spielen die Kosten jedoch eine Rolle. Zu diesem Zweck verwenden sie spezielle Fahrzeugzielattrappen der benötigten Fahrzeuge, die schnell auf einer speziellen Plattform aufgebaut werden können. Innerhalb weniger Minuten kann das Ziel vorbereitet und auf eine Geschwindigkeit von 100 km/h beschleunigt werden. Dies ist eine ideale Lösung für das Testen unbemannter Systeme, da die Fahrzeugziele vom Radar, Infrarotsystemen und Scannern wie echte Fahrzeuge erkannt werden. VR- und AR-Gadgets sind nicht nur etwas für Gamer, sie haben auch praktische Anwendungen in Fabriken. Ein US-Unternehmen bietet diese Handschuhe für Firmenkunden an. Dank der Drucklufttechnologie und hunderten von Mikroaktuatoren können diese Handschuhe dafür sorgen, dass sich virtuelle Objekte real anfühlen, indem sie ihre Größe und Beschaffenheit anpassen. Die Handschuhe sind mit Software wie der Unreal Engine und Unity kompatibel und lassen sich feinjustieren, wenn du dich mit C++ auskennst. Es gibt sie in 4 universellen Größen und das Netzteil kann in einem Rucksack mitgeführt werden. Der Preis für diese Handschuhe beträgt 5000 Euro und es fällt eine zusätzliche Abonnementgebühr an. Einige Websites haben diese Entwicklung als fliegenden F1-Boliden bezeichnet, was nicht weit von der Wahrheit entfernt ist. Diese bemannte Drohne hat 220 PS und kann Geschwindigkeiten von bis zu 140 km/h erreichen. Sie nahmen die Tests ernst und holten sogar Mirko Cesena, einen mehrfachen DCL-Drohnenmeister, um ihre Fähigkeiten zu demonstrieren. Er zeigte beeindruckende Kurven, Überschläge und Flips und es gab uns den Eindruck, wie zukünftige Rennen aussehen könnten, die vielleicht sogar die Formel 1 und NASCAR übertreffen. Wenn du den Nervenkitzel des Fliegens erleben willst, kannst du es mit dem offiziellen DCL-Drohnenspiel ausprobieren. Ursprünglich für das Militär entwickelt, wurde dieses Gerät später für Rettungskräfte und Feuerwehrleute angepasst. Die Idee ist einfach. Das Gerät verwendet Wasser mit einem abrasiven Material und schleudert es mit einem Druck von 96 Atmosphären aus, um Hindernisse schnell zu durchbrechen. Die Leistung ist beeindruckend. Eine 2 Ziegelsteine dicke Wand kann in nur 30 Sekunden durchbrochen werden, während ein Flugzeugrumpf oder ein Tankerrumpf in nur 10 Sekunden durchdrungen werden kann.
Sobald das Hindernis beseitigt ist, können die Feuerwehrleute das Gerät nutzen, um Brände mit Wassernebel zu löschen, was sehr effektiv ist. Außerdem ist das System kompakt, kostet rund 13.500 Euro und kann sogar auf Pickups installiert werden, um mehr einsatzbereite Feuerwehrausrüstung bereitzustellen. Für Fans von Steampunk gibt es etwas Aufregendes. Rumänien hat eine Dampfrakete entwickelt. Das ist kein Scherz, sondern ein echtes Projekt, bei dem in einer der Raketenstufen Dampf statt Treibstoff verwendet wird. Im Idealfall reicht die dampfbetriebene Stufe aus, um eine Höhe von 8 Kilometer zu erreichen, wonach die Rakete ihren Flug konventionell fortsetzt. Allerdings muss der Start aus einer halb untergetauchten Position erfolgen. Dennoch haben die Testraketen bereits erfolgreich die Stratosphäre erreicht. Erstaunliche Nachrichten von den Vereinigten Nationen. Die 100 größten Energiekonzerne trennen sich von fossilen Brennstoffen mit einer Rate von 14 Milliarden Euro pro Jahr. Die dadurch frei werdenden Mittel können für umweltfreundliche Projekte wie das schottische Projekt Nova Innovation eingesetzt werden. Sie konzentrieren sich auf Gezeitenkraft und bieten 100 Kilowatt-Turbinen an, die für eine Lebensdauer von etwa 20 Jahren ausgelegt sind, ohne die Schiffe zu beeinträchtigen. Das Team ist bereit, weltweit zu arbeiten und hat bereits 15 Turbinen für die kanadische Provinz Nova Scotia bestellt. In den Vereinigten Staaten wurde eine Studie durchgeführt, um zu berechnen, wie viel Eltern für ihre Kinder ausgeben, bis sie volljährig sind. Im Durchschnitt sind es fast 211.000 Euro. Deshalb sind diese Kleidungsstücke eine echte Sparlösung für Familien, da sie mit dem Kind mitwachsen können. Diese Hosen und Pullover sind für Kinder von 9 Monaten bis 4 Jahren geeignet. Inspiriert von Entwicklungen aus der Luft- und Raumfahrt ist die Kleidung atmungsaktiv, wasserdicht und kann problemlos bei 30 Grad Celsius gewaschen werden. Ein Set aus Hose und Pullover kostet 161 Euro. Dieser Schild ist zwar nicht aus Vibranium, aber Captain America würde ihn trotzdem zu schätzen wissen, denn er hilft auch, Menschen zu retten. In seinem Inneren befindet sich ein versteckter Feuerlöscher, der je nach Ausführung bis zu 6 Kilogramm Spezialpulver zur Brandbekämpfung aufnehmen kann. Der Feuerlöscher entspricht den gesetzlichen Vorschriften und wenn er nicht benutzt wird, sieht er im Flur eines Bürozentrums oder einer Wohnung echt schick aus. Außerdem lässt er sich mit nur einer Hand bedienen, da er nur 11 Kilogramm wiegt. Wusstest du, dass die Olympischen Spiele 2022 in Peking die ersten waren, die ohne echten Schnee stattfanden? Stattdessen haben die Chinesen nur Kunstschnee verwendet und das könnte einen Trend gesetzt haben. Die kommenden Winterspiele 2026 werden in Italien stattfinden, wo diese Schneeerzeuger hergestellt werden. Das Modell TT10 kann sogar bei Temperaturen von bis zu plus 2 Grad Celsius Schnee produzieren und die Qualität soll dank der Verwendung von Teilen aus Rubinen mit Edelsteinen vergleichbar sein. Außerdem ist die Bedienung des Schneeerzeugers einfach, da die Stütze kippbar ist und man keine Leiter benutzen muss.
Zelten zu gehen ist toll, aber zuerst musst du deine Sachen packen. Lebensmittel, Wasser, Sonnencreme, Kleidung, Powerbanks und Spielzeug, kurz gesagt nur das Nötigste, scheinen in diesen Taschen zu verschwinden, als wären sie schwarze Löcher. Das wiederum fühlt sich so an, als wäre der Urlaub eine Fitnessherausforderung und du kannst froh sein, wenn du die Taschen nur zweimal tragen musst. Damit deine Glieder nicht überlasten und du deine Laune behältst, solltest du dieses Monowheel mit einer Tragfähigkeit von 91 Kilogramm verwenden. Das dampfwalzenähnliche Design ist mit einer Schaumstofftrommel und einem Schmutzschutz ausgestattet und wiegt im leeren Zustand 11 Kilogramm. Der Preis für dieses Produkt liegt bei 300 Euro. Glaubst du, dass es das wert ist? Es gibt viele Veranstaltungen, die mit der Fahrradkultur zu tun haben, darunter der National Bike Summit. Bei diesem Treffen waren die amerikanischen Radfahrer von diesen wellenförmigen Schutzplanken begeistert. Obwohl es sich um eine Testversion handelt, ist sie sehr vielversprechend, denn sie bietet sowohl eine einfache Installation als auch ein ungewöhnliches Design. An der Funktion hat sich nichts geändert. Sie dient dazu, Fahrradwege vor Leuten zu schützen, die dazu neigen, zu parken, wo sie wollen, und hilft außerdem, Auto- und Fahrradspuren zu trennen. Hier ist eine interessante Innovation für Lagerarbeiter, ein Augmented Reality System, das für die schnelle Suche nach Paketen entwickelt wurde. Jeder Artikel in den Paketen ist mit RFID-Tags versehen und der Arbeiter, der eine spezielle Brille trägt, kann die markierten Artikel durch die Kartons hindurchsehen. Dieser Ansatz beschleunigt den Such- und Sortierprozess erheblich, da der Arbeiter sofort weiß, welchen Karton er braucht und wo er sich befindet. Es erreicht eine Genauigkeit von 96% bei der Überprüfung der Kommissionierung und kann versteckte Artikel mit einer Genauigkeit von 10 cm lokalisieren, wodurch auch überprüft werden kann, ob der Kommissionierer Fehler gemacht hat. Die Entwicklung basiert auf der Microsoft HoloLens, was die kommerziellen Aussichten recht vielversprechend macht. Und diese Roboter sind bereit, den Straßenkehrern Konkurrenz zu machen. Sie reinigen die Straßen 10-mal schneller als Menschen und können Geschwindigkeiten von bis zu 10 km/h erreichen. Außerdem werden sie mit Strom betrieben und verbrauchen 86% weniger als konkurrierende Roboter. Mit einer einzigen Ladung, die 17 Stunden hält, sind diese autonomen und leisen Roboter perfekt für Nachtschichten geeignet. Testversionen wurden bereits auf den Straßen von Helsinki gesichtet. Kein Wunder, dass diese Stadt zu den saubersten der Welt zählt. Machen wir uns auf den Weg von Finnland nach China, um uns diese Parkplätze der Zukunft anzusehen. Vergiss das Herumfahren auf der Suche nach einem Parkplatz. Roboter werden sich um das Einparken und Ausparken deines Autos kümmern. Diese Roboter können sich an den Radstand deines Autos anpassen und es mit einer beeindruckenden Genauigkeit von plus minus 20 mm einparken. Das ist nicht nur cool, sondern auch kosteneffizient, denn die clevere Anordnung der Parkplätze erhöht die Kapazität um 30-40%. Der vollautomatische, vierstöckige Parkplatz auf dem Bildschirm ermöglicht es den Besitzern außerdem, Geld für Gehälter zu sparen. Im Jahr 2016 produzierte Amerika unglaubliche 42 Millionen Tonnen Plastikmüll und übertraf damit alle anderen Länder in der Geschichte. Bei einer so großen Menge an Müll ist eine effiziente Beseitigung entscheidend und diese Technologie braucht nur 65 Sekunden pro Container. Dank
Dank des Roboterauslegers kann der gesamte Prozess leicht von einer Person gesteuert werden und die speziellen Container können bis zu 5 Kubikmeter Abfall aufnehmen. Es ist eine schnelle, einfache und bis zu 6-mal kostengünstigere Lösung im Vergleich zu herkömmlichen Müllwagen. Wahrscheinlich hast du diesen Anblick schon einmal gesehen. Arbeiter, die langsam einen LKW in einem Lagerhaus, einem Geschäft oder einer Abholstelle beladen. Dann solltest du dir mal diesen Roboter auf dem Bildschirm genauer ansehen. Er kann mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von 1000 Kisten pro Stunde beladen und so den Platz im LKW optimal nutzen. Außerdem kann eine einzelne Person sowohl einzelne als auch mehrere Roboter steuern und sie können problemlos mit verschiedenen Lagereinrichtungen arbeiten. Beachte nur, dass diese Methode nicht für zerbrechliche Waren geeignet ist. Endlich gibt es eine Lösung, um zu verhindern, dass du die Telefongespräche deiner Kolleginnen und Kollegen abhörst. Du kannst ihnen diese praktischen Gadgets besorgen. Sie können es einfach an den Mund halten oder mit einem Gurt befestigen und es reduziert den Geräuschpegel um 20 bis 30 Dezibel und sorgt dafür, dass ihre Gespräche andere nicht mehr stören. Diese Gadgets können per Bluetooth oder Kabel mit Smartphones oder PCs verbunden werden und bieten mit einer einzigen Ladung 8 Stunden Stille. Außerdem wird die Person am anderen Ende des Gesprächs besser verstanden, da das Gerät Hintergrundgeräusche und andere Störungen effektiv herausfiltert. Der Preis für dieses Gerät beträgt 141 Euro. Laut den Experten der WHO solltest du jede Woche 150 bis 300 Minuten laufen, um gesund zu bleiben. Hier kommen die Erfinder der Wahoo-Sneaker ins Spiel. Du kannst sie den ganzen Tag tragen, ohne dass deine Füße schmerzen. Das Geheimnis liegt in der pneumatischen Dämpfung. Kleine Zylinder werden mit Luft gefüllt, je nach Art des Geländes, der Aktivität und der Vorlieben des Nutzers. Zum Beispiel werden die Sneaker beim Laufen härter und beim Spaziergang im Park weicher. Um die Einstellungen zu verfeinern, kannst du die dazugehörige App nutzen, die dir auf der Grundlage von Laufstatistiken Vorschläge macht. Die ersten Lieferungen sind für August dieses Jahres geplant und der Preis pro Paar beträgt 182 Euro. Apple hat endlich sein lang erwartetes AR-Headset auf den Markt gebracht, mit dem du mit einer einfachen Raddrehung zwischen Augmented, Mixed, Virtual und Extended Reality wechseln kannst. Die Geschwindigkeit der Entwicklung ist beeindruckend. Die Brille wurde am 5. Juli angekündigt und im Juli wurde bekannt, dass sie an App-Entwickler verteilt wird. Es gibt noch viel zu tun, denn die Brille soll den Nutzern ein Heimkino, einen Arbeitsbereich, Navigation und andere Funktionen bieten. Sie verspricht außerdem einen 4K-Bildschirm in jedem Auge. Der Preis für diese Brille wird voraussichtlich bei 3.200 Euro beginnen. Wenn dich die Entwicklung von Apple nicht sonderlich interessiert, gibt es eine alternative Möglichkeit, die Arbeit mit KI zu erkunden. Dieser Roboter hilft nicht nur zu verstehen, wie KI lernt, sondern lässt sich auch die realen Ergebnisse ihres Lernprozesses erleben. In nur 15 Minuten kann die KI zum Beispiel lernen, einen Ball auf einen Ständer zu balancieren. Und das ist nur eines der vielen Szenarien. Du
Du kannst deiner Fantasie freien Lauf lassen, indem du die Inklink-Programmiersprache lernst. Der Quellcode des Roboters ist offen für Modifikationen und du kannst ganz einfach verschiedene zusätzliche Teile in 3D drucken, um ihn zu individualisieren. Hier ist eine interessante Statistik. Etwa einer von 7 Unfällen wird durch Reifenschäden verursacht und 47% davon sind auf Verschleiß zurückzuführen. Deshalb sind regelmäßige Reifenkontrollen so wichtig und dank moderner Technik können sie schnell durchgeführt werden. Um zum Beispiel die Profiltiefe zu beurteilen, kannst du einfach über diese speziellen Platten fahren und die Mechaniker haben Zugriff auf alle notwendigen Daten, einschließlich der Abnutzungsgrade und der Ursachen dafür. Außerdem können die Daten in einem benutzerfreundlichen Format dargestellt werden, sodass sie für jeden leicht verständlich sind und sie können auch an eine andere Werkstatt innerhalb des Netzwerks geschickt werden, wenn das für den Kunden bequemer ist. In Hongkong ist Karaoke ein wichtiger Teil des Lebens. Früher nutzten die Menschen Karaoke sogar, um zu protestieren. Deshalb hat sich ein lokales Team eine einzigartige Lautsprecherinnovation einfallen lassen. Anstelle von herkömmlichen Lautsprechern und Subwoofern verwenden sie Glas, um den Klang durch Vibrationen zu erzeugen. Der Ton ist nur direkt vor dem Lautsprecher zu hören, sodass mehrere Personen im selben Raum verschiedene Lieder hören können, ohne sich gegenseitig zu stören. Die Lautsprecher können über Bluetooth oder über einen 3,5 mm Klinkenstecker angeschlossen werden und sind zum Preis von 406 Euro pro Paar erhältlich. Die Weltgesundheitsorganisation erinnert uns daran, dass etwa 29% der Weltbevölkerung in irgendeiner Form sehbehindert ist. Selbst für Menschen mit gutem Sehvermögen kann es eine Herausforderung sein, sich auf den Straßen der modernen Städte zurechtzufinden, wenn Elektroroller durch die Gegend sausen. Um Menschen mit Sehbehinderungen zu unterstützen, hat ein Team aus Österreich spezielle Schuhe entwickelt, die Hindernisse in bis zu 4 Metern Entfernung erkennen und Warnungen ausgeben können. Diese Schuhe nutzen Vibrationen, Licht oder Ton, um potenzielle Gefahren zu signalisieren. Das Beste daran ist, dass diese Sensoren sowohl in neueren als auch in alten Schuhen eingebaut werden können. Letztes Jahr hat die Solarenergiebranche einen bemerkenswerten Meilenstein erreicht und eine Rekordkapazität von 240 Gigawatt zugebaut. Aber der Fortschritt hört damit nicht auf. Amerikanische Ingenieure haben eine Solarzelle entwickelt, die so dick wie ein Blatt Papier ist und sich leicht an verschiedene Oberflächen anbringen lässt, von Drohnenflügeln bis hin zu Segeln. Einmal angebracht, funktioniert sie wie ein Solarpanel und liefert etwa 370 Watt pro Kilogramm, was ungefähr 18 Mal effizienter ist als herkömmliche Panels. Außerdem ist es unglaublich leicht und wiegt 100 Mal weniger. Wenn du es zum Beispiel auf dem Dach eines Hauses installierst, erzeugt es etwa 8000 Watt und wiegt dabei nur 20 Kilogramm. Im Januar dieses Jahres sorgte Samsung mit seiner neuesten Innovation für Aufsehen auf dem Gadgetmarkt. Prototypen von flexiblen Bildschirmen. Diese Bildschirme können von mehreren Seiten gefaltet oder gerollt werden, was sie zu einer idealen Lösung für kompakte Geräte wie Laptops und Smartphones macht. Stell dir vor, du hättest ein Gerät mit einem Bildschirm, der sich mit einem einfachen Handgriff von 14 auf 17,3 Zoll vergrößern lässt. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung Konvergenz von Smartphones und Laptops. Genauere Details zu den ersten Geräten, die diese Technologie nutzen, werden jedoch noch nicht bekannt gegeben.
Auch Japan hat es geschafft, alle zu überraschen, vor allem mit seinen Weltraumprojekten. Dort gibt es ein relativ junges Unternehmen, das noch nicht einmal 10 Jahre alt ist, aber schon jetzt Geräte für die Erforschung von Mond und Mars entwickelt. Und das ist nicht nur eine Idee. Sie haben bereits einen Roboterarm auf der ISS getestet und bereiten sich jetzt darauf vor, 2026 einen Rover auf eine Mondexpedition zu schicken. Die wichtigste Erkenntnis aus all dem ist, dass wir einen Punkt erreicht haben, an dem es kostengünstiger und effizienter ist, Roboter statt Menschen ins All zu schicken. In dieser Story geht es auch um Roboterarme, aber dieses Mal wurden sie von einem Unternehmen namens Aspar Bionics für Menschen entwickelt. Im Moment werden sie noch einzeln dargestellt, aber das Unternehmen plant noch in diesem Jahr mit der Massenproduktion zu beginnen. Das Konzept hinter diesem Roboterarm sieht aus wie aus einem Science-Fiction-Film. Sie reagieren auf Muskelaktivität und Gehirnsignale, nutzen künstliche Intelligenz und verbinden sich mit der Cloud, um ihre Funktionalität und Lernfähigkeit zu verbessern. Das Unternehmen hat noch größere Pläne, darunter Roboterbeine und Implantate zur Verbesserung des menschlichen Körpers. Sie glauben, dass der Markt für solche bahnbrechenden Fortschritte bereit ist. In dem Film iRobot fragt sich der Protagonist, kann ein Roboter eine leere Leinwand nehmen und sie in ein Meisterwerk verwandeln? Nun, diese Frage bleibt unbeantwortet, aber wenn es um gewöhnliche Malerei geht, sind Roboter wie Mario ziemlich erfolgreich. Dieser Roboter kann bis zu 929 Quadratmeter pro Tag mit einer Genauigkeit von etwa 2 cm malen. Das Einrichten des Arbeitsbereichs dauert mithilfe eines Tablets nur etwa 20 Minuten und der Roboter kann Objekte wie Fenster und Türen ausweichen. Außerdem sorgt seine exzellente 360-Grad-Sicht für Sicherheit während des Lackiervorgangs. Viele Menschen haben wahrscheinlich schon einmal jemandem mit einem Kinderwagen geholfen und waren überrascht, wie schwer er ist. Kanada hat es sich zur Aufgabe gemacht, Eltern das Leben zu erleichtern und hat einen intelligenten Kinderwagen mit vielen coolen Funktionen entwickelt. Er verfügt über eine Feststellbremse, 2 Motoren, Kameras und Sensoren. Seine Technologie kann es mit der von Autos aufnehmen. Der Kinderwagen verfügt sogar über eine Autopilotfunktion. Wenn kein Kind darin ist, fährt er neben den Eltern her. Ein automatisches Schaukelsystem und ein Generator für weißes Rauschen sind ebenfalls vorhanden. Der Preis beträgt 3000 Euro. Warhammer 40k-Fans wissen ganz genau, dass Rot schnell bedeutet. Statistiken aus den Vereinigten Staaten zeigen jedoch, dass die beliebteste Autofarbe Weiß, Schwarz und Grau sind. Zum Glück hat BMW dieses Problem auf radikale Weise angegangen. Ihr Konzeptauto nutzt die E-Paper-Technologie, die aus 240 Segmenten mit einstellbaren Farben besteht, sodass du jede gewünschte Farbe wählen kannst. Dieses Konzept gibt einen Hinweis auf die Zukunft von BMW und es ist möglich, dass wir diese Technologie schon bald in ihren Serienfahrzeugen sehen werden. Der Airbus A380 ist das größte Passagierflugzeug und hat eine Spannweite, die größer ist als ein Fußballfeld. Auch seine Einzelteile sind massiv und tragen zu einem Gesamtgewicht von etwa 280 Tonnen bei. Um den Bauprozess zu bewältigen, wurden Spezialmaschinen wie diese Plattform eingesetzt. Jede Plattform kann bis zu 90 Tonnen tragen und sich autonom bewegen, ohne dass Markierungen erforderlich sind,
wobei eine Genauigkeit von plus minus 3 mm erreicht wird. Obwohl die Produktion des A380 im Jahr 2021 eingestellt wurde, werden diese Plattformen weiterhin für verschiedene andere nützliche Zwecke eingesetzt. Diese Bauroboterlösung macht die Baggerfahrer unruhig. Der Prototyp ist halbautonom und erledigt einfache Aufgaben wie das Ausheben von Gräben selbstständig. Für komplexere Aufgaben kann sich der Bediener per VR von überall aus verbinden und die Schaufel mit einer Hand steuern. Der Roboter hält an, wenn eine Person den Gefahrenbereich betritt, und bei Netzwerkproblemen kann der Bediener auf manuellen Betrieb umschalten und die Maschine vom Fahrersitz aus steuern. In der Zwischenzeit hat das JetOptera-Team einen interessanten schaufellosen Motor entwickelt. Vereinfacht gesagt haben sie dafür gesorgt, dass der komprimierte Luftstrom 15 mal mehr Schubkraft erzeugt. Der Hauptvorteil von JetOptera ist die Effizienz. Ihr Triebwerk liefert 10% mehr Schub im Vergleich zu einem Turbotriebwerk und benötigt dabei 50% weniger Treibstoff. Außerdem ist es 30% leichter und ermöglicht den Senkrechtstart, was es natürlich für die US-Luftwaffe interessant macht. Das Startgewicht ist auf 4,5 Tonnen begrenzt und das Team will bis 2025 ein flugfähiges Konzeptflugzeug präsentieren. Laut einem Artikel auf der UN-Webseite spielen Bienen eine entscheidende Rolle für das Überleben der Menschheit. Als Bestäuber sind sie für die Erzeugung von 35% der weltweiten Pflanzenprodukte verantwortlich. Daher ist es lobenswert zu sehen, wie Teams daran arbeiten, den Komfort dieser Insekten zu verbessern. Zum Beispiel diese Bienenstöcke, die so gestaltet sind, dass sie den Bienen gefallen. Sie sind aus Holz, Lehm, Hanf und anderen natürlichen Materialien gefertigt und bieten dreimal besseren Schutz vor Kälte und Hitze. Die Bienenstöcke sind außerdem modular aufgebaut. Interessanterweise haben die Bienen nach Tests selbst das beste Volumen gewählt und es stellte sich heraus, dass sie die 40 bis 50 Liter Modelle bevorzugten. Richard Hopkins ist vielen Formel-1-Fans ein Begriff, denn er hat mit Teams wie Brabham, McLaren und Red Bull sowie mit berühmten Fahrern wie Ayrton Senna und Lewis Hamilton zusammengearbeitet. Auch wenn er die Formel 1 verlassen hat, sorgt er weiterhin für Schlagzeilen. Unter seiner Anleitung haben australische Studenten ein beeindruckendes Elektroauto gebaut. Es hält den Titel als schnellstes solarbetriebenes Modell der Welt, das 1000 Kilometer in nur 11 Stunden, 53 Minuten und 32 Sekunden zurückgelegt hat. Obwohl dieses unglaubliche Auto nicht in Serie produziert wird, ist es ein hervorragendes Beispiel für das Potenzial der Solartechnologie. Das Time Magazine wählt traditionell sowohl die Person des Jahres als auch die besten Erfindungen des Jahres, was normalerweise eine umfangreiche Liste ist. Im Jahr 2020 wurde ein einzigartiges Hemd vorgestellt, das für Musikliebhaber einschließlich Menschen mit Hörbehinderungen entwickelt wurde. Mit diesem innovativen Hemd können die Nutzer die Musik über ihre Haut spüren. Der Ton wird in ein digitales Signal umgewandelt und dann in Sensoren übertragen, die an verschiedenen Stellen des Shirts Vibrationen erzeugen. So werden tiefe Töne unten und hohe Töne oben gefühlt. Es ist ein tolles Accessoire für einen Opernbesuch oder einen gemütlichen Filmabend zu Hause und kann für rund 1.600 Euro erworben werden.
Derzeit werden etwa 80% der weltweiten Güter auf dem Seeweg transportiert und bis 2050 wird sich die Nachfrage nach Seefracht voraussichtlich verdreifachen. Deshalb sind die zuverlässigen und klassischen Fender immer noch wertvoll. Interessanterweise werden einige Modelle jetzt teilweise aus recycelten Reifen hergestellt. Die Fender dieses Herstellers gibt es in verschiedenen Größen, wobei das größte Modell 4,5 x 9 Meter groß ist. Diese Fender halten einen Druck von etwa 0,82 Atmosphären stand. Da die Zahl der Kunden wächst, werden die Fender an ihre speziellen Bedürfnisse angepasst. Im Jahr 2021 ist die weltweite Handelsflotte um etwa 3% gewachsen. Die weltweite Hubschrauberflotte floriert. Im Jahr 2015 wurden über 56.000 Hubschrauber gezählt. Diese einzigartige Erfindung wird sicher Käufer finden, denn nicht viele Unternehmen bieten einen kombinierten Start- und Landeplatz mit einer Transportplattform an. Der Clou sind die klappbaren Tragflächen. Selbst wenn der Pilot schräg landet, passen sie sich automatisch an, um den Hubschrauber richtig zu positionieren. Die P15W-Plattform kann bis zu 4,5 Tonnen tragen und lässt sich in ein Quadrat mit einer Seitenlänge von 4,6 Metern verwandeln. Die Kunden profitieren außerdem von dem eingebauten Prozessor und dem Allradantrieb. Experten haben eine überraschende Tatsache zu verkünden. Haie sind eigentlich weniger gefährlich als Kokosnüsse, die jedes Jahr im Durchschnitt etwa 150 Todesopfer fordern. In der öffentlichen Wahrnehmung werden Haie jedoch als bedrohlicher angesehen. Deshalb wurde eine Vielzahl von Methoden erfunden, um sie abzuwehren. Für nur 217 Euro können Besitzer zum Beispiel ein 2,5 x 1 Meter großes elektromagnetisches Feld erzeugen, das bei allen Haien und Rochen unkontrollierbare Muskelkrämpfe auslöst, während es für Wale und Delfine ungefährlich bleibt. Das macht diese Technologie zu der effektivsten der Welt. Letztes Jahr veröffentlichte das Institute for Health Metrics and Evaluation eine Studie, die eine beeindruckende Zahl enthüllte. Es fehlen weltweit 43 Millionen Gesundheitsfachkräfte. Angesichts dessen zählt jedes Paar helfender Hände, selbst wenn diese Hände einem Roboter gehören. Diese französischen Roboter mit den Namen Miroki für Junge und Miroka für Mädchen sollen Essen ausliefern, Patienten transportieren, Medikamente und Krankenakten transportieren und damit Menschen unterstützen und helfen. Sie können bis zu 3 Kilogramm tragen und eine Ladung reicht für 8 Stunden. Ein Test in einem Pariser Krankenhaus ist für nächstes Jahr geplant und in Zukunft könnten diese Roboter auch in Schulen, Hotels und Pflegeheimen zum Einsatz kommen. Die erste Unterwasserfarm der Welt ermöglicht den Anbau von Erdbeeren, Bohnen, Tomaten, Kräutern und mehr. Sie wurde in der italienischen Bucht von Noli mit speziellen schwimmenden Kugeln in einer Tiefe von 4,5 bis 11 Metern errichtet. Die Farm wird mit Solarenergie betrieben und ist komplett autark, einschließlich der Wasserentsalzung. Nach Angaben der Hersteller bietet sie eine praktikable Option für Landwirte in den südlichen Regionen Italiens, wo das Wetter oft zu heiß, das Klima unberechenbar und fruchtbarer Boden rar ist. Außerdem bietet die Farm eine zusätzliche Einkommensmöglichkeit durch Tauchtouren. Dieser Gehstockstuhl hat Wettbewerbe und Auszeichnungen gewonnen und war sogar schon im Fernsehen zu sehen. Und das aus gutem Grund. Das Standardmodell wiegt nur etwa 1 Kilogramm und kann bis zu 130 Kilogramm tragen und bietet überall einen bequemen Platz zum Ausruhen deiner Beine.
Es ist für eine Körpergröße von 148 bis 185 cm ausgelegt, wird mit einer Tragetasche geliefert und kann problemlos bei Regen und sogar beim Schwimmen verwendet werden. Der Preis für dieses vielseitige Produkt beträgt 98 Euro. Endlich wird es nicht nur Müllinseln geben, sondern auch Solarinseln, die in den Gewässern der Welt auftauchen. Die Schöpfer dieser innovativen Inseln geben schon jetzt beeindruckende Zahlen bekannt. Die Spitzenleistung von 180 Solarpanelen beträgt 73 Kilowatt, wobei nur 400 Watt für die eigenen Systeme der Insel benötigt werden. Die Paneele sind so konzipiert, dass sie immer der Sonne zugewandt sind und ihre Anzahl kann je nach den Wünschen des Kunden angepasst werden. Ein weiterer Vorteil ist, dass das kühlere Wasser um die Inseln herum zu weniger Algen führt. In London können Touristen nicht nur über alte Architektur staunen, sondern auch über moderne Designs. Ein großartiges Beispiel ist diese einzigartige Fußgängerbrücke, die im Rahmen der Neugestaltung des ehemaligen Industriegebietes Coley Dock gebaut wurde. Interessanterweise wird sie nicht von Robotern oder intelligenter Automatisierung bedient, sondern von Menschen mit Winden. Du fragst dich vielleicht, wie es möglich ist, eine 13 Tonnen schwere Brücke zu bewegen? Das Geheimnis liegt in ihrer Symmetrie und den gewellten Schienen. Die aus Stahl und Eichenholz gefertigte Brücke wird Schaulustige beeindrucken und Architekten in den kommenden Jahren inspirieren. In naher Zukunft können fliegende Taxis in London und anderen Städten Realität werden, denn dieses Team will sie in etwa 5 Jahren einführen. Wenn sie erfolgreich sind, werden die Fahrgäste in 4-sitzigen autonomen Fahrzeugen zu einem Preis von etwa 3 Euro pro 1,6 Kilometer reisen können. Diese Fahrzeuge sollen im Reisebetrieb eine Geschwindigkeit von bis zu 222 km/h erreichen und eine Ladung reicht für etwa 44 Kilometer. Für die Umsetzung eines solchen Systems ist eine neue Infrastruktur erforderlich und das Team scheint Unterstützung von Boeing erhalten zu haben, was für sein Vorhaben vielversprechend ist. Wenn Taxis immer autonomer werden, warum sollte man dann nicht auch das Verladen von Gegenständen mühelos machen? Diese Roboter, die auf dem Prinzip eines inversen Verbundpendels basieren, haben es in sich. Sie können bis zu 10 Meter pro Sekunde beschleunigen und halten Lasten mit Saugnäpfen sicher fest. Bei Tests haben die Roboter kein Problem damit, 100 Kilogramm Gewicht zu tragen und die richtige Greifkraft für verschiedene Lasten zu bestimmen, von Kistenstapeln bis zu Kabeltrommeln. Aber das ist noch nicht alles. Es gibt spannende Pläne, die Roboter in die Lage zu versetzen, Lasten direkt an die Menschenhände zu übergeben, neben anderen coolen Optionen. Aber Luftkabinen und Laderoboter sind nicht die einzigen Innovationen der Zukunft. Ein französisches Startup hat einen Wasserstoff-Crossover vorgestellt. Er wird voraussichtlich 2025 auf den Markt kommen. Werfen wir einen Blick auf seine Eigenschaften: 300 Pferdestärken, eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h und die Möglichkeit, die Spezialkapseln in nur 30 Sekunden zu wechseln. Apropos Kapseln: Die Entwickler haben erkannt, dass die Infrastruktur für das Betanken von Wasserstoff einige Zeit in Anspruch nehmen könnte und sich deshalb für ein Konzept aus Wasserstofftank und Tankkapseln entschieden haben. Mit einem vollen Tank kann eine Reichweite von bis zu 800 Kilometer erzielt werden und das Fahrzeug kann bis zu 6 Kapseln aufnehmen.
Die geschätzten Kosten beginnen bei 62.000 Euro. Ist es möglich, einen Türgriff zu verbessern? Experten in Südkorea haben es getan und ihre neue Version ist nicht nur bequemer, sondern auch sicherer. In Notfällen wie einem Feuer können herkömmliche Griffe aufgrund der Hitze schwer zu greifen sein, aber mit dem neuen Design kannst du die Tür ganz einfach mit einem beliebigen Gegenstand öffnen. Diese innovativen Griffe basieren auf umfangreichen Forschungen und verwenden die patentierte Anti-Lock-Technologie. Sie sind besonders hilfreich für Menschen mit Behinderungen, Senioren und Kinder. Außerdem sind die Griffe mit einer antibakteriellen Beschichtung für zusätzliche Hygiene ausgestattet. Der Preis für einen Griff liegt bei 45 Euro. In zahlreichen Ländern herrscht bereits ein Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitskräften und die Zukunftsaussichten sehen besorgniserregend aus. So könnte die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter im nördlichen Teil der japanischen Insel Honshu bis 2045 um 65% zurückgehen. Um dieses Problem zu lösen, kommen Roboter zum Einsatz. Diese Roboter können autonom arbeiten, auch ohne Netzanschluss, und sind vielseitig genug, um verschiedene Aufgaben zu übernehmen. Von der Unkrautbekämpfung bis zum Ausbringen von Dünger. Sie bieten eine Genauigkeit von plus minus 11 mm und sind mit Intel Core i7 Prozessoren für effizientes Multitasking ausgestattet. Während Roboter die ganze Arbeit erledigen, warum nicht eine Pause machen und ein Jacuzzi-Boot genießen? Dieses einzigartige Erlebnis hat einen Preis von 45.000 Euro und bietet eine sechssitzige Version mit eingebauten Düsen. Das Beste daran ist, dass das Boot umweltfreundlich ist, da es mit Strom betrieben wird und über ein Selbstreinigungssystem für das Wasser verfügt. Mit einer einzigen Ladung fährt es bis zu 5 Stunden. Außerdem können die Kunden ihr Erlebnis mit Optionen wie einer Markise, Beleuchtung und Musik individuell gestalten. Einige clevere Unternehmen haben sogar ein Vermietungsgeschäft gegründet und verlangen 325 Euro für eine zweistündige Fahrt. Japanische Werbung ist bekannt dafür, eine einzigartige Kunstform zu sein, die oft Millionen von Views auf YouTube erreicht. Der Autogigant Nissan hat diese Kreativität mit seiner fortschrittlichen Technologie kombiniert, um sein neues Allradantriebssystem zu präsentieren. Mit einem Roboter, der in einem Restaurant Essen serviert, haben sie ein Meisterwerk geschaffen. Dank der präzisen Bremssteuerung von e-Force an jedem Rad bleiben sowohl die Teller als auch die Gäste während der Vorführung völlig sicher. Hier ist ein interessantes Konzept aus Taiwan, das sicherlich für Lieferfahrer interessant ist, da es Mobilität und eine große Ladekapazität kombiniert. Das vordere Ende dieses Fahrzeugs kann auf dem Weg zur Ladung auf 65 cm verengt werden. Und wenn du es einmal brauchst, kannst du es auf einen Meter verbreitern, um sogar 5 Liter Wasserflaschen unterzubringen. Und da es sich um ein Trike handelt, bietet es außerdem mehr Stabilität, was es von typischen Elektrorollern unterscheidet. Das Columbia Engineering Team hat sich einer herausfordernden Aufgabe gestellt, der Entwicklung berührungsempfindlicher Roboterfinger. Diese Finger werden für den Bau von Robotern nützlich sein, die für heikle Vorgänge in der Produktion oder in Laboren bestimmt sind. Das Konzept funktioniert so: Wenn die Finger gedrückt werden, verformen sie sich, wodurch die LEDs im Inneren ihre Position verändern. Dadurch ändert sich die Strecke, die das Licht zurücklegt. Anhand dieser Daten können die Forscher und Forscherinnen nachvollziehen, wie und an welcher Stelle der Roboter Objekte greift. Mithilfe von maschinellem Lernen hat eine Roboterhand mit diesen Fingern in nur wenigen Stunden gelernt, Objekte zu greifen, ohne sich auf die Kameras zu verlassen. Das Team ist zuversichtlich, dass dies nur der Anfang dessen ist, was die Finger erreichen können.
Werfen wir einen Blick auf etwas Einfaches, aber Nützliches, wie diesen Ministuhl. Er wurde in Deutschland erfunden und richtet sich vor allem an Bauarbeiter, die viele Stunden auf den Knien verbringen. Das Problem bei dieser Haltung ist, dass sie zu Problemen mit den Kniegelenken führen kann. Dafür bietet das deutsche Unternehmen eine Lösung an. Wenn du diesen Stuhl benutzt, befinden sich die Hüfte und Knöchel immer in einem optimalen Winkel, wodurch Rücken und Schultern entlastet werden, was du sicher zu schätzen weißt. Der Stuhl ist aus Aluminium gefertigt, wiegt 1,8 Kilogramm und ist für jeden zu einem bescheidenen Preis von 36 Euro erhältlich. Weiter mit dem Thema der deutschen Einfachheit. Während Unternehmen wie Nike sich auf mehrschichtige Sohlen, Fußstützen und andere Aspekte konzentrieren, haben deutsche Experten einen anderen Ansatz gewählt und diese Schuhe hergestellt. Er erinnert an Ritter und tatsächlich ist er wie ein Kettenhemd für deine Füße. Mit ihm kannst du gehen, laufen, tanzen und alle Aktivitäten in vollen Zügen genießen. Das Design ist wirklich einfach. Ein Stahlnetz, Schnürung und ein Polymereinsatz, der ein Ausrutschen verhindert. Du kannst sie sogar ohne Socken tragen und das ganze Jahr über. Das Einzige, was du beachten solltest, ist der Preis von 333 Euro.